Hallo, wir wollen zur Pyramide etwas rechnen, und zwar wollen wir mal die Oberfläche der Pyramide ausrechnen. Dazu müssen wir uns natürlich erstmal Gedanken machen, wie sieht überhaupt so eine Formel dafür aus? Und dazu macht es Sinn, sich einmal das Netz aufzuschreiben. Das heißt, wir wollen ja durch die Oberfläche diese Pyramide aus Pappe zum Beispiel nachbasteln. Und da muss man sich natürlich überlegen, was muss man basteln? Also man muss natürlich als erstes den Boden basteln. Und das ist ein Quadrat. 30 mal 30 hier in diesem Fall. Und dann sind an dieses Quadrat überall Dreiecke dran gesetzt. Das heißt einmal hier, einmal hier, einmal hier und einmal hier. Dann habt ihr euer Netz fertig. Und so kommen wir jetzt entsprechend auch zur Formel. Das heißt, die Oberfläche ist also jetzt die Grundfläche plus die Mantelfläche. Also so nennt man alles, was um die Grundfläche herum gewickelt ist. Und die Oberfläche ist also hier die Grundfläche plus vier Dreiecksflächen. Das heißt, wir schauen noch mal an. Die Mantelfläche sind also hier alle vier Dreiecksflächen zusammen. Und die Grundfläche ist eben ein Quadrat. Das können wir sogar hier auch sofort hinschreiben. Dann können wir auch gleich schreiben, das ist also die Fläche eines Quadrates. So, und jetzt wissen wir, aus welchen Teilen unsere Fläche aufgebaut wird. Und dann können wir entsprechend einfach die Formeln einsetzen. Wenn ihr die Formeln nicht mehr so genau kennt, dann schlagt ihr sie einfach nach. Wir müssen aber auf jeden Fall erstmal die Formel schreiben. Das heißt, für ein Quadrat wäre es also Länge mal Breite oder a mal a oder noch kürzer a Quadrat. Dazu kommt dann jetzt viermal das Dreieck. Also 4 mal, und jetzt brauchen wir den Flächeninhalt eines Dreiecks. Das ist immer ein halb mal c mal hc. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das hier ist die Seite c, dann ist das hier hc, also die Höhe, die auf der Seite c steht. Dann ist das hier C und das ist jetzt AC, beziehungsweise dann wäre unser Flächeninhalt nicht mehr CA Quadrat, sondern C Quadrat, wenn wir das jetzt auf unsere Skizze mit unseren Variablen beziehen. Okay, und jetzt brauchen wir noch einzusetzen. Das heißt, die Oberfläche berechnet sich aus 30 Quadrat. Achtet immer darauf, dass die Einheiten auch wirklich Zentimeter sind und hier auch Zentimeter, also dass die Einheiten gleich sind. Sonst wird das Ganze natürlich falsch, wenn ihr unterschiedliche Einheiten verwendet. Und hier können wir jetzt entsprechend auch einsetzen. Das ist dann also 4 mal 1/2 mal c ist ja 30 und hc ist 40. Und dann braucht ihr das nur noch im Taschenrechner einzutippen. Und dann ist die Oberfläche 900 Quadratzentimeter, wären das ja dann schon, plus. Und eine Dreiecksfläche wäre also 1200 durch 2 mal 6, also 600. Und dann ist es insgesamt, sind das dann 2400. Plus 900, also 3300 und jetzt die Einheit Oberfläche Quadratzentimeter. Das Ganze können wir natürlich auch noch in Quadratmeter umrechnen. Das heißt, es wären
33 Quadratdezimeter. Geht lieber nur immer einen Schritt weiter und damit 0,33 Quadratmeter. Die Verwandlung bei den Flächen ist immer geteilt durch 100. Und für geteilt durch 100 müsst ihr sozusagen das Komma dann ja immer zwei Stellen nach links schieben. Okay, das war's. Euch viel Spaß!